Abu Sufyan, Sakhr ibn Harb ibn Umayyah. Jedenfalls, Abu Sufyan hier, das ist der Vater von Muawiyah. Abu Sufyan ist der Vater von Muawiyah, radiallahu anhuma. Und er ist 10 Jahre geboren vor dem sogenannten Amul Fil, diesem, was die Elefantenjahr nennen. Und den Islam hat er angenommen am Tag der Eroberung Mekkas. Diese Leute nennt man Muslimatul Fath, die den Islam bei der Eroberung Mekkas angenommen haben, also recht spät. Und er hat an einigen Feldzügen mit dem Propheten sallallahu alaihi wa sallam teilgenommen, unter anderem bei Ta'if, und da wurde ihm ein Auge ausgestochen. Und am Tage vom Yarmouk wurde ihm das andere Auge ausgestochen. Also beide Augen verloren. Dieser Hadith ist ein sehr langer Hadith, der bei Bukhari ganz am Anfang zitiert wird. Er wird sehr häufig zitiert im Bukhari. Aber unter anderem ganz am Anfang, das erste Kapitel im Sahih Bukhari ist nämlich das Kitab Bad'il Wahi, das Buch über den Anfang der Offenbarung. Und darin wird der Hadith hier zitiert. Und er ist gestorben in Medina, in der Prophetenstadt, im Jahr 32 nach Hijra. Und er hatte fast 90 Jahre, glaube ich, 90 Jahre erreicht, ein Lebensalter von 90 Jahren.